meine Lieben, ich habe mir schon mal Beutelchen und Hacke geholt. Hacke brauche ich ja gar nicht, sonst sehe ich wieder doof. Na gut. Dann habe ich jetzt, will ich hier so den Hafer noch ansehen. Den Hafer. Den sehen wir jetzt noch an. So. Weizen habe ich nicht gekauft, ich dödel, ne? Ach, ich vergessen. Na egal. Brauchen wir jetzt auch noch nicht so dringend. Wollte doch bei dem Unigos noch Weizen kaufen. Oder bei der Alina war das, ne? Habe ich jetzt irgendwie vergessen. Naja, egal. Ist dann so. Ich muss ja dann irgendwie auch noch Platz haben, wo ich dann Roggen nachher sehen kann, ne? Fehlt mir jetzt noch ein Feld für Roggen. Im Herbst. Obwohl, nee, Quatsch, dann sind die ja abgeerntet. Dann kann ich ja da Roggen sehen. Geht ja denn. So, einen haben wir noch. Und jetzt auch noch, ja. Und den Mohn. Mache ich den jetzt hier hin oder mache ich den auch vorne hin? Ich glaube, den Mohn möchte ich vorne hier mit haben. Ach, jetzt hätte ich mal das... Oder kann ich daneben noch eins machen? Vielleicht geht das. Ich meine, da könnte man eins hinmachen. Da kann man sogar zwei machen. Zwei. 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 Ich glaube, ich mache hier so ein paar Mohnfelder. Einfach so einzelne. Warum nicht? Kann ich hier noch eins nehmen? Hier noch eins nehmen? Ja, dann brauche ich ja die Hacke doch. Den habe ich dir ja nicht umsonst mitgenommen. Ich soll gleich nochmal Dünger holen. Dünger habe ich mir natürlich nicht mitgenommen. 1, 2, 3. Und dann mache ich hier, glaube ich, auch noch. Ah, dann machen wir auch noch. Wie viel Mohn hatte ich denn jetzt eigentlich gekauft? Weiß ich gar nicht mehr. Machen wir halt. Wo ist das Feld jetzt da? Ach, ich war vorher machen sollen. Da ist das Feld. Oh, da ist das Feld, ne? Da müsste es da so hin. Ach, geht ja eh nur so. Na gut, geht so nur so. Den ist ja egal. So, da habe ich 2, 4, 5, ne? 5 Mondfelder. Ach komm, falls ich doch noch irgendwie Feld machen soll, ich mal ein bisschen mit. Wie viele Mond habe ich denn überhaupt? Mondsamen. 10 habe ich. Ach nee, ich glaube, ich lasse diese 5. Warum? Ich lasse mal erstmal die 5. So, mal gucken. Reicht doch erstmal. Also, vielleicht mache ich auch noch irgendwo anders welche. Mal gucken. Met macht man da, glaube ich, draus, ne? Und ich glaube, das lohnt sich sogar, den zu verkaufen. Also bin ich ja zumindest, wenn ich dann irgendwann mal Met machen kann, vorbereitet. Da. So. Ich finde einfach Mohn schön. Wenn er so blüht. Habt ihr den schon mal gesehen, wenn der blühende Mohn? Ist echt total schön. Kann ich mich den ganzen Sommer drüber freuen, hier über diese Mohnblumen. So ein bisschen was wie ein Blumengarten. Aber jetzt müsste ich, dann habe ich noch... So, jetzt habe ich noch 5. Mache ich hier neben mein Feld auch noch ein bisschen? Ach, wieso komme ich denn immer auf dieses Zaun-Ding? Könnte man hier jetzt auch noch so? Ach, das passt aber blöd. Naja, das ist eine doofe Richtung. Hm. Vielleicht... Hier, bei ihr, bei Samboja vom Haus. Möchtest du ein bisschen Mohn vom Haus haben? Was hältst du denn davon? Wenn du hier so ein kleines Mohnfeld hättest. Ja, es ist auch eine blöde Richtung. Nee, gefällt mir nicht. Ha. Ach, dann lassen wir das.
Ich muss jetzt auch nicht Dünger verschwenden dafür, für irgendwas, was ich eigentlich gar nicht brauche. Nur weil es schön ist. Dann lassen wir diese 5 Felder hier, die kann ich ja jedes Jahr wieder neu bepflanzen, besehen. Oder hier vielleicht noch eins. Hier vielleicht noch eins. Ist das hier so? Auch da passt es ja genau hin. So. Ist daneben noch eins? Jetzt kann man die ja so Gott sei Dank so dicht aneinander setzen. So vielleicht? Nee, da passt es nicht. So vielleicht? Eins. Warum nicht, ne? Eins da nochmal und da nochmal zwei. Ist überall Mondfelder hinten, überall so zwischengequetscht. Warum nicht? Ist doch schön. Hä? Hab ich keinen Dünger mehr? Was? Wie? Moment. Ist das doof oder was? Ach, ich kann nicht. Ja. 1, 2, 3. Den brauchen wir nochmal 3 Dünge. Jetzt aber. Also die Steinaxt hält auf jeden Fall viel, viel länger. Fühlt irgendwie dreimal so lange. So, ich nehme mal an, dass ich jetzt alle Felder fertig habe, ne? Oder fehlt da noch was? Nö, eigentlich nicht. So. Jetzt gehe ich erstmal schlafen. Halt, ja, im Lebensmittellager. Super Idee. Halt, erstmal essen und trinken nochmal. Also am Bach komme ich aber auch schlecht dran hier, ne? So, die Boden kann weg. Dann esse ich noch, was haben wir denn jetzt? Was habe ich denn hier noch? Pilzsuppe? Richtige Suppe? Reicht. Oh, ich habe noch Fleisch. Ach, von der Falle, ne? Das habe ich ja auch noch. Könnte ich eigentlich auch mal ein bisschen Suppe kochen, ne? Oder mache ich das morgen früh? Aber ist noch ein Eintopf, 2 Kohlsuppe, eine Pilzsuppe ist noch da. Fleisch habe ich ja ein bisschen was. Moment, ich nehme das mal kurz alles mit. Ich nehme mal eben kurz alles mit. Und überlege mir das dann gleich da, was ich da mache. So, mach von jedem noch mal ein bisschen. Ach nee, halt, komm. Ich wollte doch Haferbrei machen. Habe ich denn noch Roggen? Habe ich doch noch, ne? Wo ist denn mein Roggen eigentlich? Ich hatte doch Roggen geerntet. Habe ich den schon geschrotet? Wo habe ich den gelassen? In der Scheune wahrscheinlich, ne? Ach, ich bin das so dunkel, ey. Da ist mein Roggenkorn. Das soll doch auch gar nicht da sein. Ich glaube, ich fange jetzt mal an, die Sämereien auch doch ins Lebensmittellager zu packen, weil später machen die das ja auch. Das ist sonst zu verwirrend. Ja, mache ich auch. So. Halt. Ich will natürlich auch wieder Roggen ansehen, ich Dödel. So, 62. Roggen machen wir mal. Ach komm, nehme ich mal. Das sind mal 40 da. Ich weiß nicht, wie viele Roggen ich ansehe. So. Dann machen wir mal ein paar Roggenbrei. Früher hieß das ja immer Haferbrei. Fand ich immer ein bisschen irritierend. So, Feuer an. Und dann beim Grützen. Oh, Beerenbrei. Ah nee, da muss ich erst 2500 Technologie haben. Apfel können wir ja auch noch nicht machen. Haferschleim könnte man machen, aber ja. Echt, ja, ist es wieder. Haferkorn? Haferschleim. Der aus Haferkorn heißt Brei und der aus Roggenkorn heißt Haferschleim. Das ist bestimmt auch nicht so gedacht. Oh, ich habe sogar noch Schalen in der Tasche. Gut. Das ist ja seltsam. Na gut. Denken wir mal nicht weiter drüber nach. Ich dachte, der aus Roggenkorn hieße Brei und der aus Haferschleim
Aus Hafer jetzt hieße Haferschleim, aber so rum ist es ja nur völlig bekloppt, ne? Na egal. Darf man nicht so eng sehen. So. Ach, kommen wir mal alle rüber. Kann ich nicht denken. Suppe. Dann machen wir hier nochmal zwei davon. Drei. Zwei. Zwei davon. So. Und dann machen wir nochmal zwei. Oh, nicht so. Falsche Taste. Die wollte ich zwei davon. Oh, ist das toll. Ach, eigentlich könnte ich ja auch mal Fleisch mit Soße auch machen aus gebratenem Fleisch. Ich habe ja nun mal die Zwiebeln, ne? Ist eigentlich Quatsch, das nicht zu machen. Müsste ich halt die Teller auch machen, aber na gut, dann ist das halt so. Das kostet jetzt einmal 100 Taler das Rezept für die Teller. So arm bin ich ja auch nicht nach meiner ganzen Messerkräfterei. Kann man auch ein paar Fleisch mit Soße machen. Warte mal, aber das Rezept kostet ja dann auch nochmal Geld, ne? Wo ist denn das überhaupt Fleisch mit Soße? Ist es da? Kostet 150. Das würde mich 250 kosten. Nee, so wichtig ist es auch nicht. Dann behalte ich lieber die Zwiebeln für Gemüsesuppe. Das ist mir denn doch zu viel. Ich will jetzt erstmal so, dass Sambuja sich aussuchen kann, was er essen will. Ob sie jetzt irgendwie Haferschleim lieber isst oder lieber Kohlsuppe. Oder lieber rote Beete. Also ich würde ja die rote Beete nehmen. Die nehme ich mir auch. Da habe ich jetzt irgendwie so viel von gemacht, ne? Aus Versehen. Wollte ich gar nicht. Egal, dann esse ich halt die nächsten Tage rote Beete-Suppe. Ich mache diesen Versuch am liebsten. Rote Beete ist lecker. Und bringt... Ach nee, rote Beete, Quatsch, doch nicht rote Beete. Das war die echte rote Beete. Nein, ich nehme mir jetzt mal so eine mit. Und davon eine mit. Und dann nehme ich mir noch einen Haferschleim mit. So, dann habe ich jetzt so was auf der Tasche. Jetzt gehe ich mit der Suppe in der Tasche schlafen. Immer außer Fall. Ich muss mir das echt mal merken. Oh, was ich mal machen könnte, da fällt mir ganz was anderes ein. Die arme Sambuja kann ja nirgendwo sitzen, ne? Kann ich schon so einen Hocker machen? 250 Taler kosten Hocker. Ich brauche ein Rundholz dafür. Es ist ja jetzt schon Nacht. Nee, das machen wir noch. Die soll sich hinsetzen können. Das ist ja echt doof, wenn die sich nicht hinsetzen kann, ne? Und, damit ich die nicht suchen muss morgens. Pass auf, jetzt fällen wir noch mit dem Baum, damit Sambuja sich morgens hinsetzen kann. Die soll sich bei mir vors Haus setzen. Kann sich da schon mal dran gewöhnen. Dass er da bald wohnt. Und ich muss sie morgens nicht suchen. Dann setze ich noch einen Stuhl dazu. Wo ich mich dann hinsetzen würde, wenn ich mich hinsetzen könnte. Wieso kann ich mich eigentlich nicht hinsetzen? Das ist echt ärgerlich. Ich hätte mich auch hinsetzen können. Weil morgens, die erste Stunde, setzen die sich ja gerne mal irgendwo hin. Und da hat sie noch überhaupt nichts zum Sitzen. Das ist natürlich echt doof. Das finde ich jetzt auch wichtiger als irgendwie Fleisch mit Soße-Rezept. Kostet zwar auch irgendwie richtig Geld gerade. Aber wenn sie sich morgens nicht hinsetzen kann, ist ja auch blöd. Das möchte ich schon. Kriegst ja so einen einfachen Schemel. Ich könnte es auch bei ihr vor der Haustür machen, ne? Ja, das hat denn sowas, dann besuche ich sie. Das ist glaube ich, schöner. Es ist ein bisschen netter, als wenn ich jetzt so... Warte mal, mache ich da mal ein Wehchen? So vielleicht? Ist auch netter, als wenn ich sie so zwinge, bei mir zu sitzen. Komm. Uch, das ist aber alles schief hier. Wo mache ich denn mal den hin? Oder... Hier am Wasser, wo würdest du morgens gerne sitzen? Ich will das jetzt heute Abend noch machen, damit ihr morgen früh sich gleich hinsetzen kann. Vielleicht hier doch unterm Baum? Wie kann man hier irgendwo sitzen? Das ist ein bisschen weit weg, ne? Hier am Wasser. Wie wär's denn, wenn du dich so hier ans Wasser setzt? So, da kannst du dann auf den Baum gucken. So. Oh, wieso geht das hier überall nicht?
So, also schief. Hier so ins Gebüsch. So. Dann ist ja dieses Ding dann noch weg, ne? Kann ich da jetzt, wenn ich ein bisschen Weg mache? Geht nicht. Oh, jetzt sitzt er mitten im Gebüsch. Ist ja auch doof. Jetzt hier so. Wieso geht das jetzt hier nicht? Manni! So geht's. So, wenn ich jetzt den wieder wegmache, was passiert denn eigentlich? Dann müsste das doch eigentlich nur krass sein, ne? So, jetzt machen wir den Weg wieder weg. Ja, so ist doch schön. So kann sie da sitzen und an den Baum gucken, Bach zuhören, dem Plätschern. Das finde ich gut. So, dann gehe ich mal ins Bett und guck mal, ob sie morgen früh da sitzt. Ach, sprich mit Alvin steht da oben schon wieder. Lass mich bloß in Ruhe. Ich glaube, das lasse ich wieder verfallen, diese Quest. So. Gute Nacht. Ding, ding, ding. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie sich da hinsetzt. Setz dich da doch hin. Ich habe dir da einen Stuhl gebaut. Sambuja. Willst du nicht? Ist ja doof, der Stuhl. Oder ist der jetzt zu weit weg? Ich möchte dir was sagen, schöne Frau. Wohlgeformte Figur. Findest du das? Mann! Mit der läuft es aber wirklich nicht gerade nicht gut, ne? Na gut. Wohlgeformte Figur findest du auch blöd. Bist ein bisschen zickig, ne? Na gut. Okay, was ich jetzt machen wollte, ist, ich will jetzt unbedingt bei mir ein Dingsdach haben. Ein Bretterdach. Vielleicht macht mich das ja sympathischer bei der Frau. Oh, jetzt habe ich mich, mir das mit der total versaut. Das ist runter auf 18. Muss mir echt mal was überlegen, was ich denn nächstes Mal sage. Das kann ja auch dauern. Naja, Gott sei Dank haben wir jetzt wenigstens 4 Tage pro Jahreszeit. Kann ich ja wenigstens 4-mal jeder Jahreszeit fragen. Bei diesem Ein-Tages-Ding wäre das jetzt schon echt blöd. Das ist ja wahrscheinlich uralt, bis ich das geschafft habe, dass sie mich erhört. So, ich hatte ja noch irgendwie runter diese Tasche. Jetzt habe ich 4. Ich brauche 12. Super. Erstmal brauche ich eine Axt. Ach, kein Stein. Ich habe auch keinen Stein in der Tasche, habe das aber auch echt mal ein Wunder, ne? Die Steinsammlerin von dem Herrn. Jetzt aber. So, es sind, ich brauche insgesamt, nehmen wir mal, 6, 12, 24, glaube ich, brauche ich. Dann brauche ich jetzt 12 oder so, ne? Glaube ich. War ich hier schon mal? Ja. Ups, da war jetzt wieder ist was hier vorne da. Noch irgendwo was? Hm. Ach, da triffst du. Oh, direkt davor stehst und triffst du nicht. Ich glaube, ich lasse mein Haus auch in Holz. Ich finde es eigentlich ganz schön so in Holz. Dann hebt sich das auch ein bisschen ab von den anderen Häusern, die vielleicht im Stein sind. Oder vielleicht, eigentlich müsste man da alle in Holz machen, ne? Hier so in der Gegend, finde ich, passen Holzhäuser viel besser. So im Tal. Finde ich irgendwie schöner als die Steinhäuser immer. So langweilig, wenn man alles in Steinen macht. So, jetzt bin ich auch schon wieder überladen. Na gut, dann dackeln wir mal zum Dings hin. Ja, mit dem breitwierig sammeln hat es ja nicht so. Ich glaube, ich stelle das mal kurz um. Liebe Samboja. Dann gucken wir noch mal. Zustand 96%. Echt? Habe ich gerade erst gebaut. So. 0,1 pro Stunde sammelst du, oder? Nee, kann man selber. Johanniskraut brauchst du auch nicht sammeln. Braucht man nicht. So. Sammeln wir mal lieber Pilze. Das ist wichtiger. Hä? War da irgendwie so ein Ausrufezeichen eben? Hier überall. Achso. Keine Arbeiter. Deswegen. Ja gut. Brauchen wir auch nicht.
Ich finde es ein bisschen schade, dass es so sehr zugewuchert ist. Da würde ich jetzt ein bisschen niedriger, würde ich mir das schon wünschen hier. Ach, das ist aber so reines Quellwasser ist natürlich toll, ne? Das hat auch nicht jeder so vor Haustür. Nein. Das kommt echt aus dem Baum raus, das Wasser. Na, Baum? Schatz, mal, ich hochklettern kann, kann ich da eigentlich raufklettern? Kann ich raufklettern? Da bin ich jetzt drauf. Ich würde da so gerne mal raufklettern. Geht nicht. Ich dachte, man könnte da vielleicht raufgehen. Oder nicht? Ach, schön. Das sind so grüne Blätter sogar zwischen, ne? Na gut. Die Bären sind mir echt unheimlich, dass der mir jetzt bis ins Dorf gefolgt ist. Neulichst. Das ist schon echt gruselig. Ach, eins fehlt jetzt noch. Ein Rundholz brauchen wir noch. Achso, den brauche ich ja wahrscheinlich auch für den Hammer auch noch ein Rundholz. Das heißt, ich werde gleich nochmal einen fällen. Oder mache ich mir das schöne Dach gleich? Dieses glatte. Das sieht ja eigentlich ein bisschen edler aus, ne? Aber da brauchen wir, glaube ich, irgendwie doppelt so viel Rundholz für. Ha. Muss ich noch gucken gleich. Überlege ich mir jetzt gleich mal. Mal gucken, wie viel man dafür braucht. Ich glaube, doppelt so viel. Aber der Hammer ist ja noch frisch. So, dann machen wir erstmal eins weg. Und noch eins weg. Und dann... Okay. Da brauche ich 12 Bretter. Und da brauche ich nur 6. Aber... Ach komm, ich gönne mir mal das Gute. Herr Rundholz brauche ich da ja auch noch. Oh Gott, das wird ja jetzt eine Hämmerei. Ah, gut. Da habe ich ja was angefangen. Mann, ich habe hier eh so wenig Rundholz. Und jetzt mache ich... Oder lasse ich die Sambo ja doch mal Holz fällen. Ach, ich werde schon wieder wankelmütig. Nein. Nein, die Frau soll kein Holz fällen. Dafür hole ich mir irgendwann mal einen Kerl. Der das macht. Hier sind ja genug Bäume. Oh, hier hinten kann man bestimmt auch schönes Dorf machen. Hier so im Grün. Weiß nicht, da würde ich vielleicht sogar gar nicht so viele Wege machen. So ein bisschen natürlich lassen. Muss auch gucken. Ich glaube, die Bäume werde ich auch mal nachwachsen lassen. Ich glaube, wenn hier so zwischen den Bäumen Häuser sind und die Bäume lasse ich stehen, das gefällt mir, glaube ich, ganz gut. In 2 Jahren sind sie ja wieder da. Bis ich so weit bin, dass ich hier irgendwie Häuser baue für irgendwelche Leute, die da einziehen. Ich glaube, da ist auch noch mal weiter Weg hin. Ach, hier wäre auch schön, wenn hier so Obstbäume zwischenstehen würden, ne? Ich finde das eigentlich... Irgendwie hat man hier ganz viele kleine Täler. Da müsste man doch eigentlich mal... Das hier ein Dorf hinzukriegen, ist doch gar kein Problem. Weil man sagte, das wäre zu wenig Platz. Ich denke mal schon, dass man das hinkriegt. Der bleibt auch stehen, das ist auch schön. So, dann mache ich erstmal die Rundholz dran. Und da ist ja mein Haus. Ich habe auch schon erst überlegt, ob ich hier einen Weg drumherum mache, aber ich glaube, ich lasse das hier so natürlich. Da hängt mir zwar dauernd irgendwie das Gestrüpp im Gesicht, aber irgendwie passt das auch ganz gut. So, den Rest machen wir Bretter. Ich glaube, das werde ich auch nicht mit Leben verputzen. Ich glaube, ich lasse das einfach so Natur.
So ein Bohlenhaus. Finde ich irgendwie, wie gesagt, irgendwie total schön. So von der Optik her. Ach. Hätte ich jetzt so ein Brüdershaus ja auch mal so aus Holz machen können. Oder ich mache die alle verschieden. Man kann ja auch so mal, irgendwie mal zwei Seiten Holz, zwei Seiten Stein machen oder so. Sieht ja auch ganz schick aus. Ja, mal gucken. Würde ich mir ein bisschen mehr Möglichkeiten wünschen. So. Wie spät ist es eigentlich? Ach, da kriegen wir noch fertig. Muss das ja zum Jahreswechsel fertig kriegen. Irgendwie ist ja der Frühling schon fast vorbei, ne? So. Da kommt auch das hin. Da kommt dann mal ganz fertig. Das kriegen wir ja noch hin bis heute Abend. Das sollte nicht das Problem sein. So, das ist auch weg. Und dann kommt da... Ach, da ich den. Auch das hin. So, da brauche ich noch 6 Bretter und 1, 2 Rundholz. Also 3 Rundholz, 4, 5 Rundholz brauche ich noch. Dann kann ich ja nochmal 2 Bäume fällen. Dann könnte ich nochmal ein bisschen Brennholz machen für meine liebe Samboja. Der ist auch hübsch, dieser niedrige. Aber der hängt ja dann wahrscheinlich im Haus drin, ne? Ich da mal Häuser baue. Ach, ist auch egal eigentlich. Das geht ja richtig schön weit noch rein. Und da ja rundherum überall die Berge sind, kann man ja überall hier noch das Dorf ausweiten. Das muss ja nicht alles so auf dem Klump sein immer. Kann sich ja ruhig ein bisschen verteilen. Finde ich. Habe ich eigentlich die Schaufel noch in der Tasche? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, die Fichten mache ich hier weg. Ich will hier nur einen reinen Laubwald haben. Die mache ich weg. Der kommt weg und der kommt weg. Dass hier nur noch Laubbäume sind, finde ich, glaube ich, schöner. Passt hier irgendwie besser. Auch wenn die Fichten immer so herrlich viel Federn runterschmeißen. So, den. Wo ist der andere jetzt? Hä? Ist doof? Wo ist der Baum jetzt hin? Hat er eben Baum gefällt. Schon wieder Baum verloren? Hä, den habe ich doch noch gar nicht aufgenommen, oder was? Oder doch? Da ist er doch. Hier, da ist noch einer. Jetzt habe ich 7. Irgendwie fehlt noch eins. Muss noch 8 sein. Ich habe noch 2 Baumstümpfe weggemacht und 2 Bäume gefällt. Hä? Da. Was ist das da hinten? Fliegt das mal so viel gegen, ey. Seltsam, seltsam. Das ist eine schöne Ecke hier, ne? Hier kann man so richtig schönes, natürliches Dörfchen machen. Das gefällt mir gut. Da kommen irgendwie Häuser zwischen. So ein lauschiges Eckchen. Dann ist hier vorne mehr so hier die Wirtschaft und so. Und da hinten sind wohnen dann das Wohngebiet. Ne, da ist es zu meinem Haus hin. Das finde ich gut. So, das ist auch fertig. Und dann kommt hier noch ein Rundholz. Und jetzt fehlen noch 6 Bretter. Also noch 3 Rundholz zum Brett machen. Und dann haben wir es auch schon. Oh, ich wollte doch mehrere machen. So. Und den Rest mache ich dann zu Brennholz. Man muss jetzt echt immer drauf achten, weil ich jetzt nur, da ich ja kein Holzfäller und nichts habe, dass ich die junge Frau da selber mit Brennholz versorge. Oh, das ist schön, das Dach. Das gefällt mir gut. Fertig. Oh, sieht schön aus, mein Haus. Toll. Ja, ist auch schon wieder. Zack. Auch schon wieder ausgelöst. Das ist hübsch. Herrlich. Jo. Dann mal... Ach nee, Brennholz wollte ich machen. Mal weg. Das ist so witzig, dass man hier so auf die Wand guckt. Irgendwie hat das ja auch was.
So, Brennholz für Madame. So. Wo ist denn das Brennholz da? Also auch, die hat aber jetzt einiges an Brennholz da, ne? Alles gut. Achso, hier, ich nehme mal die jetzt hier raus und will ich mal sehen, wie viel die eigentlich so isst. Aber irgendwie hat sie ja eben schon Suppe gegessen, scheinbar, ne? Halt, ich aber schon wieder Pelz. Wo kommt der schon wieder her? Ich muss mir mal echt mal was einfallen lassen mit Pelz, ne? Ich sollte mal vielleicht irgendwann mal eine Näherei bauen, langsam mal. 2 Mohnsamen habe ich noch. Kann ich jetzt mal überlegen, im Hellen, ob ich irgendwo diese beiden Mohnsamen noch unterkriege. Hier hinter? Noch ein Feld? So vielleicht? Hab ich ja genug, hab ich ja noch alles. Ach, ist ja praktisch. Hab ich auch noch Dünger? Nee. Komm, die 2 Mohnsamen machen wir jetzt auch noch. Haben wir überall so ein bisschen Mohnsamen. Wird nachher zum Ernten zwar komisch, aber egal. So, 2 Dünger. Muss ja auch langsam mal wieder sehen mit Dünger. Oh, ich könnte hier natürlich jetzt auch noch unreife Beeren sammeln, ne? Und mir daraus dann Dünger machen nächste Jahreszeit. Spätestens für einen Roggen brauche ich ja wieder welchen. Ey, Quatsch. Mal gucken. Bin ja gespannt, wie das aussieht, wenn hier überall der Mond dazwischen wächst. Vielleicht sieht das ja auch total doof aus. Aber kann man ja wieder wegmachen. Bilder, die man gemacht hat, kann man ja auch wieder löschen. So, da kommen die restlichen 2 Mohnsamen noch hin. Bin ich echt mal gespannt, wie das im Sommer aussieht. Bestimmt toll. Hoffe ich jedenfalls. Mein Dorf hat sich schon ganz schön entwickelt, ne? In der kurzen Zeit, finde ich. Huch, bin ich jetzt rückwärts rückwärts die Holzputze hier hochgerannt. Das sieht irgendwie schön aus, das Dorf. Finde ich. Also ich mag's. Wenn jetzt die Sambuja noch mit mir reden würde und mich erhören würde. Jetzt gucke ich nochmal von oben. Ich hoffe, hier ist nicht wieder irgendwer. Ist ja schon ein bisschen... Oh, da ist wieder einer. Ihr seid schon ein bisschen lästig, Jungs. Ja, komme ich da oben rauf? Jeder kommt jetzt wieder an. Das ist ja ein toller Punkt, hier um das Dorf anzugucken. Oh, ist das schön. Ich kann ein Bild machen. Na, das ist doch mal ein schönes Schlussbild, ne? Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie das dann weitergeht. Oh, herrlich. Ich mag mein Dorf jetzt total gerne. Ich glaube, ich werde hier überhaupt gar keine weiteren Wohnhäuser machen. Auch da drüben nicht. Nee, da werde ich jetzt da, wo vorher das Feld war, da kommt vielleicht dann die Näherei hin oder sowas. Und die Wohnhäuser mache ich rechts hin. Ah, ich finde es schön. Okay, Leute, reicht für heute. Bevor mich hier ein Bär vom Berg schubst, mache ich jetzt Feierabend. Und ich freue mich total, wenn ihr mich wieder besucht und wieder mit mir dabei seid in meinem kleinen Dörfchen. Bis dann. Tschüss.